Dankeschön. Dankeschön. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Mein Name ist Markus Barth. Bei dem Nachnamen klären wir die wichtigste Frage doch gleich zu Beginn. Nein. Weder verwandt noch verschwägert. Nee, ich sag's jetzt lieber im Voraus, weil kürzlich hat mich jemand gefragt, ob das denn ein Künstlername ist. Ja, natürlich. Eigentlich heiße ich Markus Mittermeier. Klären wir die zweitwichtigste Frage gleich hinterher. Ja, mir hat schon mal jemand gesagt, dass ich aussehe wie Payman Amin. Komm, da hinten wäre doch eh gekommen, oder? Es ist. Payman Amin kennt ihr alle? Dieses Ex-Heidi Klum-Jury-Frettchen? Ja. Nee, das ist kein Witz, das passiert mir ständig. Gestern noch am Bahnhof ruft hinter mir so ein Ed Hardy-Honk. Ihr wisst, was ich meine, oder? So ein Typ, den du anguckst und dir denkst, oh, bei Mitten im Leben ist gerade Drehschluss. Schreit hinter mir, ey, Payman, guck mal, hier, Payman, wie findest du meine Freundin? Payman, mal ehrlich, die kann doch auch Model werden, oder? Habe ich gesagt, ja, natürlich. Es gibt ja auch Models für Hände. Oh, schon das erste Hohoho, keine Angst, da kommen noch mehr, ich bin gut drauf. Drittwichtigste Frage, ich gucke mich erstmal um. Ja, okay, intellektuelles Publikum, da kann man das machen. Wer von euch hat die letzte Staffel Bauer sucht Frau geguckt? Dankeschön, super, fantastisch, großartig, oder? Großartig, ich habe es geguckt und ich sage euch auch warum, weil ich es total geil fand, dass ausgerechnet das schwule Pärchen die mit Abstand normalsten waren. Oder es war doch so, Veit und Philipp, großartig. Bei allen anderen wolltest du sofort einen Antrag auf Pflegestufe ausfüllen. Nur Veit und Philipp waren super, oder? Zwei normale Männer sprechen in ganzen Sätzen, ich war begeistert. Gut, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin selber schwul und ich finde es fast traurig, dass es überhaupt noch ein Thema ist. Ja. Schwule Bauern. Dass es sowas überhaupt gibt. Was bauen die denn wohl an? Ja, was wohl? Gurken, Bananen und Steckrüben. Mein Gott. Ja, ich habe auch einen Freund, wir sind seit 10 Jahren zusammen. Das entspricht umgerechnet ungefähr 70 Hetero-Jahren. Immer mal 7. Und deswegen haben wir kürzlich auch geheiratet. War ja schon damals 2001 ein verlockendes Angebot, als der Staat auf einmal zu uns gesagt hat, hey, hört mal ihr Schwupsis. Ihr dürft jetzt heiraten, ihr dürft es nur nicht so nennen. Aber immerhin, ihr dürft aufs Standesamt und müsst nicht auf die Kfz-Zulassungsstelle. Ist das was? Und alle Schwulen so, yeah! Aber was ist denn mit unseren Rechten? Na, jetzt werdet man nicht frech. Gut, in Amerika ist alles noch viel schlimmer. Da haben die Muppets jetzt die Zusammenarbeit mit einer Fastfood-Kette beendet, weil deren Sprecher gegen die Homo-Ehe ist. Ja, ist schon bezeichnend für ein Land, wenn ausgerechnet Handpuppen das meiste Rückgrat haben, oder? Das. Aber machen wir uns nichts vor, auch in Deutschland ist nicht alles Gold. Ich war kürzlich auf einer Party und habe so einen Zeitschriftenredakteur kennengelernt, habe ihm von meiner Hochzeit erzählt. Er guckt mich an und sagt, Sie haben einen Mann geheiratet? Haha, das ist ja lustig. Und wer war die Braut? Ich war fassungslos. Ich dachte mir, was für ein Klischeebild hat der denn von uns? Ich meine, wir sind ganz normale Männer, die alles machen, was Männer halt so machen. Essen, schlafen, Nägel lackieren. Gut, ich meine, mit Fußball können wir tatsächlich nichts anfangen. Ja, das weiß jeder, Schwule und Fußball, das geht ja gar nicht. Fußball ist was für echte Männer. Ja, echte Männer, die morgens nach dem Aufstehen erstmal einen Braunbären mit den Händen erlegen. Dann aus dem Stück Eichenrinde ein bisschen Feuerholz rausbeißen. Echte Kerle wie Cristiano Ronaldo. Das heißt immer wieder, die Homo-Ehe bedroht die traditionelle Ehe. Und da muss ich jetzt mal sagen, das stimmt natürlich. Ja. Mein Mann und ich, wir bedrohen regelmäßig die traditionelle Ehe. Das ist so ein kleines Hobby von uns. Gott, wie oft lagen wir schon samstags im Gebüsch und drauf gewartet, dass ein traditionelles Ehepaar an uns vorbeigeht. Und dann rufen wir immer sowas wie, gleich haben wir euch! Mal euch erwischen nur! Kader Meissner in Köln hat jetzt gesagt, die Homo-Ehe ist ja eher sowas wie eine Fahrgemeinschaft. Nee, hat er wirklich, tatsächlich. Und da muss ich sagen, das ist natürlich Unsinn, ja, Homo-Ehe wie eine Fahrgemeinschaft. In der Fahrgemeinschaft gibt es ja keinen Sex.
Insofern ist die Homo-Ehe vielleicht eher sowas wie eine Ministrantenfreizeit. Ja. Nein, ich muss die Pfarrer muss ich mal im Schutz nehmen. Ja, ich war selber 10 Jahre lang Ministrant. Ich wurde nicht einmal angegrapscht. Ja, ganz ehrlich, im Nachhinein frage ich mich schon, was muss ich für ein hässliches Kind gewesen sein? So, aber das war es eigentlich von mir. Ich muss jetzt weg. Heute ist noch ABBA-Karaoke im Darkroom. Aber eine Bitte habe ich noch zum Schluss. Falls ihr jemals Payman Amin trifft, sagt ihm mal, weißt du, wem du ähnlich siehst? Vielen Dank. Dankeschön. Markus Barth.